Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Eckner, zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Oha. Und da überrascht mich gleich ein wildes Pokémon in der Höhle. Ja, so sieht's aus. Ja, lassen wir es mal lieber fliehen hier. Versuchen wir zu fliehen. Hau ab, Bande. Ja, weiter geht's durch die Höhle. Da haben wir gleich den nächsten Arena-Trainer. Arena-Trainer. Ich bin heute auch durcheinander. Verzeihung. Den nächsten Trainer in der Höhle. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz den Dampf ablassen. An mir. Na, vielen Dank auch. Arbeiter Martin fordert dich heraus. Oh, er hat einen Waggon. Ich habe einen Wender. Und ich habe Gewissheit. Ich habe Gewissheit, dass ich dich besiegen werde. Vielleicht nicht mit dieser Attacke, aber mit meinem Team generell. So. Dann vielleicht mit Standpauke. Als ich deine Standpauke. Attacke. Gut, das braucht noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen einsetzen. Müssen wir noch ein bisschen weiter kämpfen. Attackieren wir das Pokémon. Der Raub. Auch eine gute Attacke. Oh, der hat bisher durch am meisten gebracht. Es war auch ein Volltreffer. Also. Sehr gut. Na komm, Raub. Was kriegst du hin, Randall? Ich glaube an dich. Na komm. Uha. Knappe Sache. Randall besiegt. Das wäre fast was geworden. Tja, Randall besiegt. Dann. Was alle schon besiegt, gibt's doch gar nicht. Dann du, Rufus. Du bist dran. Waggon versus Waggon. Der Kampf der Giganten. Entsprechend habe ich es heute auch nicht so. Ich fange irgendwie an zu stottern. Das ist irgendwie. Es ist was, was ich mir angewöhnt habe. Es ist irgendwie. Ich werde zum Stotterer. Ja. Nach dieser Niederlage ist der Übermut verflogen. Jo, weiter geht's. Finsterbälle. Ja, hier eine Höhle. Das ist ja. Ja. Das ist ja ein Ding. Finsterbälle hier in dieser Höhle. Ach du Scheiße. Vielleicht der nächste Trainer. Der hat mich aber überrascht. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit. Also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Aha. Arbeiterin Steffi fordert dich heraus. Ich kenne wen, der heißt Steffi. Aber die ist keine Bergarbeiterin. Naja. Okay. Well, ist jetzt dran. Quatsch, Mordi ist jetzt dran. Ich bin aber heute auch durcheinander. Ich bin heute durcheinander. Es tut mir leid, Leute. Ich bin heute außerordentlich neben der Spur. Ja gut. Müsste halt ein paar Mal lang damit nehmen. Als ob das nicht jeden Tag so wäre. Als ob das nicht jeden Part. Alle Jahre wieder so wäre. Ja, ich und meine Verpeiltheit ist halt irgendwie. Ja. Ihr kennt mich doch schon. Wie wir nicht gelernt haben, ich jetzt kennen. So schaut's aus. So, Kiesling wurde besiegt. Und ein neues Level für Rufus. Der einzige, der noch lebt. Abgesehen von Mordev. Dann müssen wir mal wieder beleben, das Team. Praktibalk. Doppelkick. Wir bleiben weiterhin beim Doppelkick. Das ist effektiv, das bringt's. Das wird eingesetzt. So, Energiefokus. Ja, ich bin begeistert. So, Glut. Das soll effektiv sein, bloß verbrutzle es. Oha.
Ja, und ich sitze die ganze Zeit auf Doppelhieb oder Doppelkick. Wie auch immer. Steffi besiegt. Für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Du gewinnst 2100 Pokémon und dann kriegst du den Kampf gegen eine Arbeiterin Steffi hervor. Jo, und weiter geht's. Für ein Item. Griffklaue. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Klammergriff und Wickel etc. Aha. Okay, die Attacke etc., die hätte ich gerne. Die wären ganz cool. Oh, na, wen haben wir denn hier? Lang nicht mehr gesehen. Ich hätte vielleicht mein Team heilen sollen. Ja, wenn ich es gewusst hätte. Mensch. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Ringer-Challenge, stimmt's? Manometer, ein echter Ringer-Challenger, der schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn los, Zwergfürst? Ist das dein Fanclub? Du bist bald fast so beliebt wie mein Bruder. Das ist doch nicht mein Fanclub, diese Schwachmaten, die sind doch nicht mein Fanclub, das sind doch hoffentlich nicht meine Fans. Sag mal, wer seid ihr noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch. Mit dem da. Tiefsinniges Gespräch, alles klar. Mit euch zwei Schmachmaten. Ja. Mach Platz für Rob, den zukünftigen Champ. Das ist ein guter Witz. Nun, gerade, dass er nicht lustig war. Wenn das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Zwergfürst. Bist du bereit? Nicht wirklich. Ich würde mein Team vielleicht vorher noch heilen. Das wäre mir lieb. Okay, sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Ja, genau. Die Schurken stehen im Weg. Die fordern dich heraus. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich heile hier erst mein Pokémon-Team. Ja, ganz in Ruhe. Erstmal das Team wieder aufpeppeln. Warum auch nicht? Alle Beleber verschwenden. Verschwenden nicht. Nützlich einsetzen. Slimline. Wendler natürlich auch. Und dann Blacky und Takiro. Blacky, mit der haben wir lange nicht mehr gekämpft. Die muss mal wieder kämpfen. Können wir sie glatt nach vorne setzen. Naja. Takiro, der braucht am meisten. Ja, so sieht's aus. Ich habe jetzt nach Stärke sortiert. Wir haben meist Training benötigt. Mach Platz für den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen in einem echten Trainer. Zum Mutter ein guter Kampf, sofort ein Lächeln ins Gesicht. Lass uns zum Kämpfen Zwergenfürst. Bist du bereit? Immer bereit, bereit geboren. Unsere Empfehlung für die Arena Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Dann passt doch mal auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena Challenge zugeht. Was tun die Knieche sich einfach so zusammen? Unser Plan war es doch, sie zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Tja, was tun wir uns auch zusammen? Was machen wir? Wie kommen wir bloß auf die Idee, einen fairen Kampf zu betreiben? 2 gegen 2 statt 2 gegen 1. Ach, das ist, also, wie kann man sich das nur... Wie geht das nur? Wie kann man sich sowas nur erlauben? Ich verstehe es nicht. So, 4 Pokémon haben wir da. So, dann würde ich mal sagen, Wangenrubbler auf, ja, Gaunux. Gaunux, so hier heißt das. So heißt Twandle. Also, das ist Twandle. Ach, der mit seinem Woody. Das ist, ja, gut. Gut, dass ich so einen guten Rivalen habe. So einen guten Mitstreiter, der mich so effektiv in meinem Kampf unterstützt. Übrigens zu effektiv unterstützen im Kampf. Ja, die Attacke war jetzt wohl nicht so gut. Das Woody, was ich gerade beleidigt habe, das greift schon heftiger an.
ganzes Takiro machen kann. Nachti. Na komm, halt sie durch. Ja gut, das war eh nicht mehr zu retten. Das war ein K.O. Na komm, Takiro. Schläge. Es muss doch irgendwas bringen. Paralyse. Das bringt auf jeden Fall was. Na komm. Oh, ein Kranowitz. Stimmt ja, der hat auch eines. Seins ist sogar männlich. Jo. Oh, soll ich auch auf beide. Das geht. Auf beide gleichzeitig. Ich wusste nicht, dass die Attacke sowas kann. Na komm. Flückere. So, Säure. Attacke. Na gut. Da hätte ich mir ein bisschen was Besseres drunter vorgestellt. Aber gut. Wir kämpfen weiter. Bis zum bitteren Ende. Bis zum Schluss. Cooler Augen. Ja. Okay. Silberblick. Was habt denn ihr für Attacken? Was setzt ihr denn da für Attacken? Nein, das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wangenrubbler. Na komm. Gaunungs kriegen wir wohl noch besiegt. Das kriegen wir hin. Das Ende Pokémon. Takiro, das kriegst du. Na komm. Das schaffst du. Das machst du. Dann der Sieg. Den Rüpel, ja, den Rüpel jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das Pokémon oder auch nicht. Pflücker. Jau. Kranowitz hat es für mich erledigt. Den Rest übernommen. So, neue Erfahrungspunkte für alle außer Takiro. Ja gut. Dazu müsste er lebendig bleiben. So. Kleopatra, die kenne ich doch. Sechste Generation lässt grüßen. Oder fünfte? Fünfte, ja. Guck mal, eine Weißphase schon dabei. Und schwarz und weiß. Flicker. Auf Kranowitz. Ja, Kranowitz versus Kranowitz. Besiegen wir jetzt das gegnerische Team. Das gleiche Team. Also unser Team. Besiegen wir unsere Rivalen. Machen wir einen Rivalenkampf raus. Das war ja auch mal was. Zwei Kranowitze hier auf dieser Seite. Ein Volltreffer. Habe ich gesehen. Pflücker. Pflücker und Pflücker. Hier wird heruntergepflückt. Wir pflücken den Gegner vom Baum. Pizza. Na komm mal jetzt durch, Blackie. Noch ein bisschen. Halte durch. Na komm. Lass mich nicht so leicht besiegen. Verdammt. Das war wohl nix. Satz mit X. So, Kleopatra besiegt. Da war es noch ein Zickzacks. Neue Level für mein Team. Ja, ich würde gern gerade Blacky und Takiro trainieren. Das ist ja eigentlich, das sind die Erfahrungspunkte brauchen. Da muss ich wohl mal Beleber einsetzen. Zwei habe ich noch. Gerade Blacky, die will ich trainieren. Die entwickelt sich nämlich zu einem ganz tollen Pokémon weiter. Die Entwicklung von der ist mega. Wir haben es schon gesehen, also wir haben die Weiterentwicklung schon entdeckt in diesem Spiel. Das ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Die wurde schon offenbart. So, haben wir hier noch Tränke. 20 Punkte, na, ob das reichen wird. Nur Trank. Jetzt muss Nini halt mal den Kopf hinhalten. Einen riesig großen Baumwollkopf. Na gut. Jetzt hat es halt Kranowitz besiegt. Hat es Kranowitz erledigt. Aber das Team kriegt ja jetzt schon Erfahrungspunkte. Das ist ja schon. Ja, Blackie ist ja schon geheilt. Kriegt jetzt wieder was mit. Wenn wir jetzt den letzten Beleber auf Takiro einsetzen, dann kriegt er zum Schluss auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Das wollen wir nur erreichen. Wir müssen ihn gar nicht einsetzen, wir müssen nur die Erfahrungspunkte für ihn einsammeln. Das ist das Ziel. Ein bisschen taktisch kämpfen hier.
Ninlein. Oh nein. Oh nein, Ninlein. Genau. Trank. Uns gehen langsam die Tränke alle. Da müssen wir mal, wenn wir in der nächsten Stadt sind, wenn wir am nächsten Pokémon-Center ankommen, mal ein bisschen was einkaufen. Müssen wir ein bisschen Tränke shoppen gehen. Dass wir nicht alles nur für Klamotten ausgeben. Müssen mal schauen, dass wir auch ein, zwei Tränke kaufen. So, der Kampf zieht sich weiterhin hin. So, dann versuch's mal mit Grasmixer. Das letzte Team vom Team Yell, das letzte Pokémon von Team Yell. Pam pam. Es ist das. Haben wir schon besiegt. Sehr nice. Team Yell besiegt. Jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Tja. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit deiner Tröte erschreckt hätte. Wenn es 3400 Pokémon-Dollar geht, sich gleich aus dem Kampf gegen die beiden Rüpel von Team Yell hervor. Jetzt check ich's, dass Ernst so knillig ist, der kleine Bruder des Champs. Ach, hätte ich nur so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yell so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte. Die rennen aber langsam weg. Du bist einsamer Spitzenzwergenfürst. Aber kein Wunder, bist ja auch mein Rivale. Aber von Krapu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt der Typ los? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Vielleicht finden wir ihn tief in der Mine. Und das ist ein Pokémon, was ich in meinem Team haben will. Das klingt, das sieht doch so aus, als wäre es die Weiterentwicklung von... Oh, jetzt hat mein Rivale. Jetzt hat mein Rivale mein Team aufgeheilt. Kamalm erscheint. Das ist doch die Weiterentwicklung von Heslon, oder? Da irre ich da komplett. Level 24. Oh, oh, oh. Unser Wasser-Pokémon. Wir brauchen ein Wasser-Pokémon im Team. Und das ist das Wasser-Pokémon überhaupt. Ja, gut. Das war's mit der Kiro. So viel dazu. Nächstes Pokémon. Rufus ist zwar vom Typ Feuer, Feuergestein, vielleicht kann Gestein was an, wenn ihn was anhaben. Level 25. So, wir wollen es nicht gleich erledigen, wir wollen es nicht gleich alle machen, aber ein bisschen. Wir wollen es irgendwie im roten Bereich kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Wir wollen es zumindest ein bisschen schwächen, bevor wir es fangen können. Ja gut, es ist halt ein starker Gegner. Ein starkes Pokémon, was wir hier fangen wollen. Na komm. Müssen wir alle Register ziehen. Na komm. Antikraft. Was ist zurückgeschreckt? Das gibt's doch nicht. Na komm. Zurückschrecken. Gibt's ja nicht. Halt durch, Rufus. Kämpfe. Antikraft. Mach's fertig. Ja gut. Na komm. Hältst doch wohl ein Biss aus. Na komm, ein kleiner Biss an die Kraft. So, mach's fertig. Jo, im roten Bereich. So muss das sein. So, wir fangen uns Kamellen. Freundesball, Netzball, Köderball. Das ist die Angel, Finsterball. Freundesball. Ein Wasserball hätten wir jetzt gebraucht. Gut, Pokéball. Na komm, komm rein in meinen Pokéball. Komm in mein Team, Kamalm. Ja gut. Das war wohl noch nicht so. Das wollte wohl noch nicht so in mein Team. Nächstes Pokémon rufen. Das ist Wassergestein. Das bräuchten wir im Team. Mhm. Das kann Rufus gut ersetzen. Am Waldgestein. Auch vertreten. Kamalm ist das Pokémon, das brauchen wir im Team. Das ist unser. Ich hätte Heslon damals schon fangen sollen. Das ist das Pokémon, was wir im Team brauchen. Superball, vielleicht tut es ein Superball. Davon haben wir nur zwei. Komm. Er drin. Verdammt. Hat sich befreit. Müssen wir gleich unser Pflanzen-Pokémon einsetzen. Jetzt einschläfern.
Ich glaube, du hast besser fangen können. Pokéball. Es bleibt, glaube ich, einfach nicht dran. Es ist halt schwer, aber Leute mit einem höheren Level zu fangen. Na komm, ich will das in meinem Team haben. Ich brauche noch ein gutes Wasser-Pokémon. Poképuppe? Es ermöglicht die Flucht aus dem... Ah, okay, ja gut, das hätte ich früher mal gebrauchen können. Ich sag mal, wohin genau. Ich werfe weiterhin Bälle. Bleibt mir nichts anderes übrig. Bis alle sind. Ich brauche dich in mein Team. Komm in mein Team. Na komm. Ich brauche dich. Ja, da steht effektiv dran. Ich werde vorsichtig. Raub. Na komm. Oha. Sehr knapp. Noch wenige Kapiata. Vielleicht lässt er sich jetzt besser fangen. So. Gibt es fast K.O. Na komm. Geh rein. Eins. Zwei. Verdammt. Na komm. Kann er, dich krieg ich. Dich hole ich mir. Jetzt vielleicht. Ich habe noch einen davon. Superball. Dein Pokéball hat schon sehr gut geklappt. Na komm. Bleib drin. Eins. Verdammt. Mein Superball. Verschenkt. Face Grab. Rande besiegt. Wir brauchen unser Pflanzen-Pokémon. Die kann auch noch Gesang. Ja, die kann auch Gesang. Okay, Gesang. Das ist gut. Das brauchen wir. Na komm. Es darf es bloß keine Attacke mit Rückstoß einsetzen. Das wäre natürlich tödlich. So, schlaf ein. Gute Nacht. Kanal. So, aber jetzt zum Beutel. Pokéball. Einsetzen. Na komm. Komm rein. Eins. Ach, verdammt. Er bricht selbst im Schlaf noch aus. Das ist doch nicht wahr. Na komm. Heilball. Ein blaues gibt man einen pinken Ball. Warum nicht? Ach, verdammt. Schläft tief und fest. Verdammt. Na komm, das muss doch. Das muss doch gehen. Freundesball. Hm, verschwenden. Na komm, verschwinden wir den Freundesball. Und bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Verdammt. Mein Freundesball. Festgrab. Verdammt, 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 verdammt. Das lässt sich nicht fangen, das Viech hier. Na komm, ich brauche hier mein Team. Nein, schläfer es noch einmal ein, halt aus, halt durch. Gesang. Na komm. Man sagt ja mir, dass Pokémon nicht schlafen oder generell in den Werten, zum Beispiel durch Paralyse oder so weiter geschädigt sind, sich besser fangen lassen. Das sehe ich hier gerade gar nicht. Na komm, Pokéball. Na komm, ich warte jetzt so lange, bis du drin bist. Es ist also wenn ich noch fünf andere Bälle, also wenn ich alle meine Bälle verpulvern muss. Ich habe leider keinen Meisterball mit dabei. Ich würde jetzt ernsthaft überlegen. Also werfen würde ich ihn wahrscheinlich nicht, aber ich würde es zumindest drüber überlegen. Ich würde überlegen, es mit reinzunehmen. Was? Nicht einmal. Na komm, komm. Dich kriegen wir. Und wenn ich jetzt hier noch 3-4 Parts dran verschwenden muss, ich brauche das Ding jetzt. Jetzt verschwenden wir hier natürlich den Part für. Ja, nice. Haben wir ja weiter gebraucht. Aber das muss es wert sein. Blick hier rechnet mit 22. Verhöhner. Da bringt nichts. Vergiss es. So. Pokédex-Eintrag für Kamalm. Das ist auf jeden Fall Wassergestein. Das ist auf jeden Fall. Das brauchen wir im Team. Das ist unverzichtbar. Spitzname für Kamalm. Das war eigentlich der Takiro-Typ.
Den bräuchten wir als Takio. Leider haben wir schon einen, der Takio heißt. Dann heißt du jetzt... ja... Prof. Prof kommt in mein Team. So. Dann mussten wir leider Abschied von Rufus nehmen. War ein guter Gefährte. Aber, ja. Erstmal wird Rufus weggepackt. Eventuell irgendwann Takiro. Ja, ich hoffe noch drauf, dass ich Takiro trainiert bekomme. Den noch voranbringe, dann haben wir auf jeden Fall von den Stärken alles. Also da haben wir Elektro, Gift, da haben wir Flug. Ich kann es nochmal in Berichte, ich kann noch mal die Berichte angucken. Aber Flug, da bräuchte man eigentlich auch ein Doppeltyp, vielleicht kommt es dann in der Weiterentwicklung. Pflanze, aber Unlicht, hier haben wir Feuer, hier haben wir Wasser und Gestein. Also unser Team ist eigentlich so in der Art ausgeglichen. Also wir haben durch, wenn die Pokémon jetzt nur noch stark genug wären, hätten wir hier für alle etwas, was man, womit man kämpfen könnte. Versteht ihr, was ich meine? Was bist du denn? Vitora. Ja, hau mir ab. Die sehe ich in meinen Albträumen wieder. 6 Pudersand, ja, was auch immer. Oh, ein weiterer Trainer. Okay, ich wollte den Part jetzt eigentlich langsam beenden. Aber gut, besiegen wir halt nochmal den Manfred. Manfred! Was ein cooler Name. Licht. Na, ja, geht schon. Überheblichkeit ist effektiv. Na komm, Training für Blacky. So muss das sein. Klauenwetter. Ja, wird dir nichts bringen. Na komm, den kriegen wir doch besiegt. Oh, roter Morph. Pflücker. Pflücken wir dich von deinem hohen Ast, auf dem so du sitzt. Nur wer hochsteigt, kann tief fallen. Ja, wetz dir mal deinen Klauen. Bevor du die zum Einsatz bringen kannst, habe ich die längst besiegt. Pflücker. Attacke. Rotom besiegt. Da war es noch eins. So, ein paar Erfahrungspunkte. Und Onix. Oh, den jetzt auch hier. So. Na dann. Überheblichkeit, das soll effektiv sein. Laut Anzeige. Ja gut. So viel dazu. Oha. Das trifft uns natürlich hart. Ja, gut. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Blacky besiegt. Tja, Mist. Hätte sie austauschen sollen. So, Mordev, der letzte Überlebende in der Runde. Na komm, der kriegt das doch gerockt. Na komm. Nicht so effektiv, sehr effektiv. Doppelkick. Doppelkick ist sehr effektiv. Mach's alle. Das nennst du sehr effektiv. Na ja, gut. Durch den Doppeleinsatz ist es einigermaßen effektiv. Fluch! Wieso kann Onix Fluch? Was ist denn da los? Und seit wann kann Onix solche Attacken? Das ist doch neu. Na komm, Doppelkick. Mach's alle. Dann bringen diesen Kampf zu einem Ende. Einen positiven Ende für uns. Steinhagel, halt durch. Oha. Halleluja. Na komm. Das wird knapp. Onix besiegt. Sehr gut. Und das doch noch geschafft. Unser Team ist fast besiegt. Manfred, bezwungen. Du hast ja ordentlich Dampf auf. Du gewinnst 2765 Pokémon Donald gesickert aus dem Kampf gegen Manfred hervor. Okay. Dann geht's hier weiter an Gamma-Mine 2. Sandgrab. Auch nicht schlecht.
So, im nächsten Part geht's hier in der Höhle weiter. Ich werde hier mal kurz eine Pause einlegen und mein Team heilen. Oh, da sehe ich schon wen, der hier auf uns wartet. Ich habe keinen Bleber und keinen Trinker mehr. Das ist ein bisschen blöd. Ist ein bisschen dumm gelaufen. Vielleicht hält mich ja meine Rivale wieder. Ja, und ob ich nach oben soll es euch gefallen haben. Ich speichere hier mal kurz zwischen. 2 Euro haben wir schon. Ja, man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, habt eine angenehme, fröhliche Zeit. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao. Ja.